Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Theorie. Heutiges Thema ist ein krasses Foreshadowing von Eiichiro Oda auf den Kozuki-Clan aus Wano Kuni, welcher bereits im Thriller-Bark-Arc zu sehen war. Ich habe es bisher nirgendwo im Netz gefunden und es war auch eher Zufall und Glück, dass ich es überhaupt entdeckt habe. Also ist hier sozusagen exklusiv für euch. Also, let's go. Also, wie wir alle wissen, werden in One Piece häufig sogenannte Foreshadowings eingebaut, das heißt, es wird zu einem früheren Zeitpunkt der Story beiläufig auf Ereignisse, welche jedoch erst viel später vorkommen, angespielt. Dies geschieht meistens durch kurze Erwähnungen, Bilder bzw. Muster im Hintergrund oder durch die allseits beliebten Coverpages. Diese Foreshadowings sind mal mehr und mal weniger auffällig. Ich denke jedoch nun auf ein ziemlich krasses Foreshadowing auf den Kozuki-Clan gestoßen zu sein. Also der Kozuki-Clan, für alle, die es nicht wissen, ist die Königsfamilie von Wano Kuni oder die ehemalige Königsfamilie von Wano Kuni, bevor Kaido da einmarschiert ist. Und zu der gehören unter anderem Momonosuke und sein verstorbener Vater Kozuki Oden, der auch mit Gold Roger unterwegs war. Und zwar finden wir diesen Spoiler im Thriller Bark Arc. Dort sind ja bereits einige Parallelen und Verbindungen zum Wano Kuni Arc entstanden. Auf die bekannten Verbindungen, wie zum Beispiel Zoros Kampf gegen den legendären Wano Kuni Samurai Ryuma, der ja höchstwahrscheinlich ein Vorfahrer Zoros sein könnte, gehe ich jetzt hier allerdings nicht weiter ein. So, genug von dem einleitenden Gelaber, kommen wir jetzt zum exklusiven Foreshadowing, das ich angesprochen habe. Und zwar finden wir dieses in der Mitte des Thriller-Bark-Arcs ungefähr. Wie ihr alle wisst, war der damalige Hauptantagonist der Samurai der Meere Gecko Moria, welcher von der Schattenfrucht gegessen hatte, mit der anderen die Schatten stehlen konnte und diese dann in leblose Körper, auch genannt Zombies, einpflanzen konnte. Diese leblosen Körper wurden so wieder lebendig und zu Marionetten ihres Meisters Moria. Die Persönlichkeit des Schattenbesitzers blieb im Zombie jedoch noch für eine gewisse Zeit erhalten. So kam es zum Beispiel, dass der Zombie von Sanji, anfangs wie Sanji selber, jegliche Gewalt gegen Frauen ablehnte. Sanjis und Zoros Schatten wurden jedenfalls von Gecko Moria entwendet und in Zombies verfrachtet. Sanjis Schatten wurde in einen Kampfpinguin-Zombie gepflanzt, Zoros Schatten dagegen wurde in einen zunächst unscheinbaren Schwertkämpfer-Zombie namens Jigoro gepflanzt. Da dieser zu Lebzeiten ebenfalls ein mit drei Schwertern kämpfender Kämpfer war, passte diese Kombo perfekt und er konnte Zoros Attacken problemlos imitieren und ausführen. Als ich mir die Folgen nochmal angesehen habe, ist mir sofort sein Kopf aufgefallen. Er trägt einen Verband um die Stirn und steckt Nägel in seinem Kopf. Abgerundet wird das Ganze durch einen ebenfalls bandagierten Vogel, dessen Hals und Kopf hinten aus Jigoros Kopf herausragen. Klar wurde dieser Zombie wie alle anderen auch von dem Chirurgen Dr. Hogpeck zusammengenäht, jedoch gleich diese Kombo aus Nägeln und einem Vogel absolut dem Wappen des Kozuki-Clans. Ihr seht es hier nebeneinander eingeblendet. Aus meiner Sicht ist das ein perfektes Foreshadowing auf den Wano Kuni Arc. Oder hat es einfach mal 500 Chapter vorausgedacht und sowas hier eingebaut. Bleibt die Frage, was sich hieraus schließen lässt. Sehen wir mal, was wir noch über Jigoro wissen. Zunächst einmal gibt es auch bei seinem restlichen Äußeren interessante Parallelen zu Zoro. Beide tragen drei Schwerter bei sich und beide tragen eine Haramaki, also eine spezielle Bauchbinde, wie sie in Japan üblich war, bei sich. Darüber hinaus trägt Jigoro ein gelbes T-Shirt mit der Aufschrift Your Song. Es gibt einen sehr bekannten Welthit von Elton John namens Your Song. Darin geht es um einen einfachen Mann, der leider nicht sehr viel Geld besitzt und deshalb einen Song für eine Frau geschrieben hat. Er zählt dort unter anderem auf, was er alles nicht kann, und es gibt folgende Zeile: Wäre ich ein Bildhauer? Ach nee, lassen wir das. Bildhauer könnte man übertragen auf One Piece auch als Poneglyphenhauer oder Poneglyphenmacher verstehen. Die Familie von Momonosuke war ja bekannt dafür, dass sie die Poneglyphe nicht nur lesen, sondern auch herstellen konnte. Möglich, dass Jigoro zu Lebzeiten ein einfacher Krieger aus Wano Kuni war und keinen gut bezahlten Beruf hatte und sich wünschte, er könnte auch Poneglyphe herstellen, um seine Frau und Familie besser versorgen zu können. Wir wissen nämlich außerdem über ihn, dass er zu Lebzeiten einer Legende nach einmal 7000 Piraten getötet haben soll, beim Versuch, seine Familie zu beschützen. Vielleicht verhalf er seiner Familie zur Flucht, während er gegen die Piraten gekämpft hat, weil er dachte, er würde den Kampf verlieren, hat dann jedoch überlebt und konnte seine Familie einfach nicht mehr finden oder so ähnlich. Der Großteil dieser Theorie ist natürlich reine Spekulation, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Jigoro noch einmal wichtig werden wird und eine besondere Beziehung zu einem der Charaktere im Wano Kuni Arc haben wird. Ich habe mir hier noch einmal einige potenzielle Charaktere eingeblendet. Für weitere Spekulationen haben wir allerdings einfach zu wenig Informationen. Ich bin natürlich wie immer an eurer Meinung interessiert und hoffe, euch hat die Theorie gefallen.